Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Heute haben wir das Thema der Epigenetik gewählt, wo es heißt, der Keim ist nichts, das Milieu ist alles. Und das möchte ich gerne heute ein bisschen genauer wissen, und zwar in Bezug auf unseren Körper, auf uns Menschen, auf den Darm. Und habe da zwei wunderbare Gäste dazu einladen dürfen. Einerseits die Nina Kollmann, ganz herzlich willkommen. Hallo. Du kommst von Dr. Reins Reinwald daher, aus der Firma aus Köln. Köln? Köln, oder? In der Nähe von Nürnberg. Ach ja, Nürnberg, ja, alles genau. Klar. Und der Wilfried Obel, ein gern gesehener Gast, auch immer wieder. Herzlich willkommen, lieber Wilfried. Danke, ich komme vom Bodensee. Alles super. Klar. Gut, also, jetzt werde ich noch rot. Super, na, so soll es auch sein. Also gehen wir wirklich in die Epigenetik rein, und zwar in dieses Milieu ist alles. Wir suchen ja eigentlich immer wieder bei körperlichen Problemen das Problem selber, isolieren das und verpassen auch immer wieder ein bisschen das Milieu. So, Wilfried, was hast du dazu zu sagen? Okay, gut. Ich dachte jetzt fast, Nina sollte anfangen. Ich habe ihn noch nicht zurechtgelegt, aber ich steige dann so in diesen Satz nochmal ein. Weißt du was, wir fangen einfach nochmals an. Hä? Nein, das ist gut so. Lass laufen. Lassen wir laufen. Also gut. Ja, wir lassen das laufen. Es ist so, dass ich aufgrund dieser Aussage, die Claude Bernard oder Antoine Béchamp, da streiten sich noch die Historienwissenschaftler. Auf jeden Fall ist dieser Satz ja kreiert worden. Und Louis Pasteur hat immer dagegen gesprochen. Für ihn war immer die Bakterie der Übeltäter. Und man muss sich an der Bakterie ausrichten, um in irgendeiner Form heilsam tätig zu werden. Das heißt, man muss Bakterien vernichten, um praktisch wieder zur Gesundung zu kommen. Und die andere Aussage ist, eine Bakterie kann sich gar nicht entwickeln, wenn es das Milieu nicht ermöglichen würde. Und insofern ist es dann auch meine Meinung, dass das Milieu im Körper letztendlich die Grundvoraussetzung schafft, dass sich Bakterien überhaupt dort halten oder entwickeln können oder dass bestimmte Körperzellen sich sogar aufgrund eines Milieus verändern können. Können wir da nochmals in die Tiefe, und zwar einfach noch das Wort Epigenetik. Ich meine, das ist eine wissenschaftliche Tatsache, dass das Milieu Einfluss nimmt auf das Bakterium. Richtig, so ist es. Ja. Und das wurde bewiesen, und früher war das eigentlich lange Zeit immer anders betrachtet worden. Und heute weiß man, dass das Milieu den Einfluss gibt. Ja, ich denke, man weiß das. Aber eine andere Gruppe von Mann will das irgendwie noch nicht so richtig wahrhaben. Weil im Grunde genommen, wenn das sich etabliert hätte oder wenn die Wissenschaft das rundherum bestätigen und auch genauso verfolgen würde, dann hätten wir sicherlich weniger Ansätze in der Heilkunde oder auch in der Medizin, die sich auf das Vernichten von Bakterien konzentrieren. Und wir hätten mehr Mechanismen, die wir in Gang setzen oder korrigieren könnten, die ein gutes Milieu ermöglichen für unseren Organismus. Ja. Liebe Nina, heißt das jetzt für mein Verständnis, dass da eigentlich die Schulmedizin eigentlich immer noch das Bakterium im Fokus hat und die Ganzheitsmedizin, die Komplementärmedizin, viel mehr übers Milieu wirkt? Ja, das sieht man ja in der aktuellen Situation, dass das immer noch so ist. Diese Kriegsführung gegen den Keim. Mhm. Und dass die Aspekte von der ganzheitlichen Körperstärkung damit in den Hintergrund gedrängt werden. Mhm. Also wenn ich jetzt nur gerade das Wort Corona in den Mund nehme und jetzt die Epigenetik zusammenfasse, dann schaut man auch überhaupt nicht auf den Körper Mensch, auf das Milieu des Menschen, sondern wirklich nur auf den Viruspunkt. Das ist so. Das kann man in den aktuellen Debatten ja eindeutig nachverfolgen. Aber es ist ja Wissenschaft, habe ich jetzt gerade gehört, die Epigenetik. Warum fließt das nicht mit ein? Naja gut, Epigenetik selber ist ja nochmal ein großer Begriff für die Einflüsse, eben, dass unsere Gene eben nicht dafür verantwortlich sind, ob wir gesund oder krank sind, sondern das sind eben diese epigenetischen Einflüsse. Und da spielt natürlich auch die Milieuregulierung eine Rolle. Die dann auch wieder zum Beispiel über Ernährung und solche Sachen beeinflusst werden. Mhm. Also eine ganzheitliche Beeinflussung des Körpers, damit er in seine Regulation kommen kann, um dann entsprechend Widerstandskräfte aufzubauen. Mhm. Also unabhängig davon, ob man es mit einem Virus zu tun hat, einem Bakterium oder sonst irgendetwas,
Oder was halt als Virus genannt wird, weil da sind sich ja verschiedene Wissenschaftler auch nicht so einig und da gibt es auch verschiedenste Erkenntnisse und da wurden ja auch diverse Viren auch nicht voll isoliert, sondern nur Teilstücke davon. Darüber, das könnte man nochmal eine eigene Debatte führen über dieses Thema, aber was die das spielt dann keine Rolle, wenn man grundsätzlich an den Aspekt der Grundregulierung rangeht, den Körper zu stärken. Dann sind diese Aspekte erstmal nach hinten geschoben, was es denn tatsächlich ist, was den Körper jetzt krank macht. Denn die Erfahrungsheilkunde hat eben gezeigt, dass diese Herangehensweise den Körper einfach ganzheitlich stärkt und man ist damit widerstandsfähiger und einfach gesünder. Du hast im Eingangszitat noch gesagt, Erbkrankheiten, dass das Wort Epigenetik auch aus dem herkommt, dass wie hast du es so schön formuliert, dass die DNA oder die Erbkrankheiten das eine ist, aber das Milieu eigentlich das Entscheidende ist? Es ist mit ein Aspekt davon. Ja, und war das in der Wissenschaft dokumentiert, dass eben das Milieu entscheidend ist bei Erbkrankheiten? Jein. Das ist ja der Streitpunkt, der noch aus dem 19. Jahrhundert resultiert. Mhm. Pasteur gegen Bichon und so weiter, was der Wilfried eben erwähnt hat. Ja, dann darf ich es nochmals hören, da habe ich es noch nicht ganz richtig verstanden. Was ist denn jetzt wirklich Fakt? Fakt ist, dass das Milieu des Organismus, wobei meiner Meinung nach wir sollten das Milieu des Verdauungstraktes betrachten und das Milieu des Blutes. Wenn wir dann zum Beispiel das Blut haben mit seinen unglaublichen Anstrengungen, die es erledigen muss oder die es unternehmen muss, um den pH-Wert stabil zu halten zwischen diesen 7,35 und 7,40, was also ein optimaler Blut-pH-Wert wäre bei einem gesunden Menschen. Und wenn dieser pH-Wert verlassen wird in Richtung sauer, wenn der pH-Wert absinkt, dann ist das ein schlechtes Milieu. Und wenn wir dann Beobachtungen haben, die in der neuen Zeit durchgeführt wurden, da gibt es einen Arzt, das ist ziemlich bekannt, Dr. Young, da gibt es auch ein Video, dass er tatsächlich entdeckt hat, dass ein einfacher Erythrozyt, also eine rote Blutzelle, ein rotes Blutkörperchen, dass das aufgrund des Milieus des Blutes sich verändern kann. Und zwar von einem roten Blutkörperchen in eine Bakterie, wenn das Milieu schlecht ist, und dann wieder von der Bakterie zurück in ein rotes Blutkörperchen. Das heißt also, dort findet eine morphologische Veränderung statt, aufgrund des Milieus, und man weiß nicht genau, in welche Richtung sich ein solches Erythrozytenkörperchen entwickeln kann, wenn das Milieu eben nicht stimmt. Und das kann mehr oder weniger schlimm sein. Da gehören dann auch die Urtierchen dazu, Oozyten. Und das wäre also hochinteressant, das genauer zu verfolgen, ob dann nicht manchmal der ein oder andere Keim gar nicht von außen auf uns eintrifft, sondern dass wir den selbst produzieren aufgrund des schlechten Milieus. Das heißt, wir haben den Feind von uns selbst ständig in uns drin und der wird aktiviert wie so ein Zündflämmchen, wenn, um mal einen Zahlenwert zu nennen, der pH-Wert mal dauerhaft unter 7,30 wäre oder unter 7,33. Das weiß man nicht. Kann man auch nicht messen, da gibt es Mutmaßungen. Aber auf jeden Fall sind das Beobachtungen, die gemacht wurden unter dem Mikroskop, dass das der Fall ist. Ja? Mhm. Und da wäre jetzt allein schon vom Blut ausgehend genügend Freiraum, den wir uns dann nehmen können, um hinein zu philosophieren, zu interpretieren und auch mit Versuchen zu gucken, was entsteht denn dort alles aufgrund eines gestörten oder aufgrund eines zu sauren Milieus des Blutes. Also es gefällt mir eigentlich total, weil wenn ich mir das so vorstelle, Ursache und Wirkung, wir haben eigentlich immer an der Wirkung gearbeitet, lange Zeit, aber die Ursache ist das Milieu, Ursache-Wirkung, also das passt eigentlich wunderbar zusammen. Wo ist denn die meiste Regulationskraft in unserem Körper drin, wenn wir das Milieu betrachten? Ist es das Blut, wie du gesagt hast vorher, und der Darm? Sind das diese zwei wichtigsten Punkte? Das hängt zusammen. Das Blutpuffersystem ist das, was immer funktionieren muss. Ansonsten könnten wir nicht leben. Und das Blutpuffersystem mit seinem übergeordneten Puffersystem Natriumbicarbonatpuffer, der wirklich, man kann mal sagen, ungefähr 90% aller drohenden Übersäuerungen abpuffern soll und auch kann, irgendwann mal nicht mehr kann, das ist dann der dauerhaft erschöpfte Blutpuffer, dann müssen dann Plasmapuffer und Phosphatpuffer herhalten oder der Hämoglobinpuffer des Blutes, das ist das eigene Puffersystem des roten Blutkörperchen selber, das führt aber jetzt zu weit.
Und das heißt, diese Puffersysteme sind immer damit beschäftigt, das Gleichgewicht irgendwie aufrechtzuerhalten. Und wenn wir sehen, was alles Einfluss haben kann auf dieses gestörte Milieu alleine des Blutes, und das geht sogar so weit, dass wir von geistigen Säuren sprechen können, das heißt also Gedankenhygiene beziehungsweise auch die Beeinflussung unserer Gedanken, unserer Emotionen, unseres Geistes, die können so stark sein, dass wir uns gesund ernähren, im Bioladen kaufen, auf Basen überschüssiger Ernährung achten und auch ansonsten irgendwie eine relativ gesunde Lebensführung haben. Und trotzdem haben wir Probleme mit dem Milieu, weil wir uns zu sehr mit schlechten Energien, mit dunklen Gedanken, mit Manipulationen auseinandersetzen müssen, die von außen kommen. Und das stört auch das Milieu. Da haben wir dann wieder die Verbindung wie im Inneren, so wie im Äußeren. Mhm. Und wenn ich jetzt zurückgucke auf die letzten 3 Monate, es ist kein Wunder, dass es so viele Menschen gibt, bei denen das Milieu nicht mehr stimmt und die aufgrund des Milieus krank werden, egal was es für eine Krankheit ist, weil eben die große Verunsicherung, das Verängstigen der Menschen, diese Maßnahmen, die zur Desozialisierung führen oder zur Gesellschaftsspaltung, wie auch immer, da hat ja jeder sein eigenes Gedankenmodell und der macht sich mitunter so starke Gedanken und kommt ins Grübeln, dass dann entsprechende biochemische Reaktionen im Körper stattfinden, die das Blutpuffersystem erschöpfen. Das ist erstaunlich. Ja. Also eigentlich gehört die ganze geistliche Einstellung von uns auch in die Epigenetik mit rein, dass das Milieu gehört, ja, ist ja auch ein Milieu. Wie wir denken und wie wir fühlen unbedingt, und was für Emotionen wir als biochemische Reaktion in den Körper reinbringen. Ja. Gut, also wir können was tun über unsere geistige Einstellung, wir können was tun für den Darm, aber fürs Blut direkt nicht, oder? Im Grunde genommen schon, doch. Also wenn wir beispielsweise diese ganz einfache Maßnahme, die immer wieder empfohlen wird von mir auch, was jetzt natürlich aus therapeutischer Sicht hinterfragt werden kann, aber wenn jemand jeden Morgen sein Glas Basenwasser trinkt, beispielsweise Natriumbicarbonat auf nüchternen Magen, um den Basenpool der Leber ein bisschen aufzufüllen, dann wäre das schon mal eine Maßnahme. Und auch ansonsten eben darauf achten, dass man nicht zu oft in Stresssituationen kommt, weil bei Stress entsprechende Mechanismen in Gang gesetzt werden, die dann die Belegzellen ansprechen. Die können sich dann erschöpfen. Dann fehlt der natürliche Produzent von Natriumbicarbonat im Körper oder der wird beansprucht oder übermäßig beansprucht. So hängt dann eins am anderen. Und dadurch kommt dann auch zeitverzögert das Verdauungsproblem zum Tragen, weil in dem Fall schon dann auch wieder die Salzsäurebildung nicht zur rechten Zeit stattfindet. Und das ist wirklich eine unglaubliche Verkettung. Und im Grunde genommen ist letztendlich das Milieu schuld, weil der Körper versucht ja, das Milieu auszugleichen. Welches Milieu schon wieder? Das Blut. Zunächst mal geht es noch um den Blutpuffer. Mhm. Mhm. Ja. Versucht der Körper auszugleichen. Genau, macht er auch. Klar, der schafft das. Und dafür werden basische Valenzen von überall zusammengezogen, um eben diesen Ausgleich zu ermöglichen. Und dadurch müssen Notfallmanagements in Anspruch genommen werden, ne? Und das erschöpft dann möglicherweise wieder den physischen Teil des Magens oder des Zwölffingerdarms oder des Nervensystems oder auch des Darms. Oder später, wir haben dann noch ein anderes Thema, wenn dann im Darm spezielle Bereiche erschöpft werden, können wir dann auch nochmal drüber sprechen, die besonders empfindsam auf Milieuveränderungen reagieren. Das geht immer weiter. Und auch besonders empfindsam eben auf Stress, gerade der Magen. Das ist ein unheimliches, stressempfindliches Organ in Bezug auf die Säureproduktion und die Verdauung. Das heißt, es passiert ein Übersäuerung, Magenbrennen, oder? Nein, das Gegenteil ist dann meistens der Fall, dass eben zu wenig Magensäure produziert wird und damit dann auch die Verdauung darunter leidet. Dann wird das Eiweiß nicht mehr aufgespaltet und alles geht dann in die Verfaulung rein innerhalb vom Darm, oder? Zum Beispiel. Mhm. Okay. Ja, jetzt wollen wir das alle eigentlich nicht, sondern möchten eigentlich schauen, dass wir ein gutes Milieu haben. Das mit den Gedanken, das ist eine eigene Sendung, würde ich mal sagen, wie wir Gedankenhygiene machen können. Aber wenn wir jetzt speziell das große Organ, den Darm, anschauen, was ist denn da aus deiner Sicht her die wichtigste Sache, die wir machen können, um das Milieu innerhalb des Darms gut zu gestalten? Das Darmmikrobiom, die ganzen Bakterienflora. Mhm. Dass da eben alles vorhanden ist, was wir eben an diesen kleinen nützlichen Bakterien brauchen, die ja einen unheimlich entscheidenden Einfluss haben. Also nicht nur, was die Verdauung an sich
betrifft, sondern auch das Immunsystem als Gesamtes, weil 80% circa unserer Immunzellen, die sitzen im Darm. Gut, aber ich meine, wer sich mit Gesundheit auseinandersetzt, hat meistens schon irgendein Problem. Das Kind fällt schon halb im Brunnen, bevor man es wieder rausnimmt. Jetzt haben wir also 40 Jahre Fehlernährung gemacht. Das Darmmilieu ist ganz anders, hat sich anders entwickelt. Wahrscheinlich über sehr kohlenhydratlastige Ernährung mit viel Zucker. Was kann man jetzt tun, um das Milieu des Darms wieder umzuändern in ein gesundes Milieu? Und kann ich das von heute auf morgen machen? Von heute auf morgen, das ist in der Naturheilkunde ja nie der Fall. Alles braucht seine Zeit. Da sind verschiedene Sachen notwendig. Das ist einmal die Ernährung, dass man die entsprechend gesund gestaltet und anpasst. Und deutlich schneller kann man das Ganze noch unterstützen, indem man eben diese aktiven Darmkulturen zuführt, die dann regulierenden Einfluss auf das Gesamtsystem haben, zum Beispiel wie das MyRegulate oder probiotische Darmkulturen. Das heißt, ich gebe das richtige Futter, um die Bakterienkulturen innerhalb meines Darms zu füttern, also die guten Bakterien zu füttern, dass sie eine große Familie gründen. Kann ich mir das so vorstellen? Ja, die brauchen natürlich auch das richtige Essen in Form von Ballaststoffen. Mhm. Und die Kulturen, die zum Beispiel, es sind teilweise, ist es so, dass bei manchen Leuten manche Darmkulturen überhaupt nicht mehr vorhanden sind. Tatsache. Also, das heißt, man muss die dann von außen wieder zuführen. Mhm. Und das eine, die Ernährung von diesen, das ist die eine Sache. Aber wenn sie denn nicht da sind, dann führt kein Weg dran vorbei, die eben wieder durch außen zuzuführen. Mhm. Wilfried, wie weiß man das, wie das Darmmilieu eines Patienten aussieht? Macht ihr da einfach Stuhlproben? Ja, man kann das also bei seinem Heilpraktiker oder Arzt der Wahl gerne mal in Auftrag geben, sicherlich eine Kotanalyse durchzuführen, wobei die Milieuanalyse dort nur relativ beschränkt möglich ist. Man misst den pH-Wert von dem Kot. Das ist aber dann nur der pH-Wert des Enddarms. Da hatten wir schon mal eine kleine Sendung darüber, die pH-Straße des Verdauungstrakts. Ja. Im Grunde genommen ist es so, wenn man irgendetwas machen möchte, was einem hilft, dann muss die Ausgangssituation mal beschrieben werden als: Mir geht's gut, aber ich möchte etwas optimieren, ich betreibe Prävention. Mhm. Oder mir geht's ganz gut, aber ich glaube, irgendwie was mit dem Darm stimmt nicht so ganz, was kann ich machen? Oder mir geht's ziemlich schlecht oder ich bin krank, da ist irgendwas total aus dem Ruder gelaufen. Und so richtet sich dann im Grunde genommen auch das, was man tut, nach der Ausgangssituation. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich erstmal etwas mache, ohne einen therapeutischen Anspruch in den Vordergrund zu stellen, oder ich habe jetzt keinen Therapeuten, den ich da habe, sondern ich will einfach mal im Zuge einer Selbstmedikation arbeiten, dann ist das zunächst sehr einfach und kann ausprobiert werden, weil im Grunde genommen ist der Dünndarm inklusive 12-Fingerdarm bei den meisten Menschen zu sauer und der Dickdarm zu basisch. Also was kann ich machen? Ich kann Dinge zuführen, die den Dickdarm sauer machen. Das wäre Milchsäure. Man kann da also ein Fermentgetränk trinken, morgens früh auf nüchternen Magen. Man kann sich eventuell sogar damit auch mal ab und zu mit verdünnt einen Einlauf spritzen, ein Miniklistier, sodass eben Milchsäure in den Darm gelangt. Das Trinken ist angenehmer und hat auch noch andere Vorteile, zum Beispiel das Aufspalten von Ammoniak im Verdauungstrakt. Und dann habe ich also damit die Möglichkeit, mit dem MyRegulate den Darm, den Dickdarm wieder sauer zu bekommen. Und den Dünndarm, den mache ich basischer, indem ich beispielsweise zum rechten Zeitpunkt dieses Natronwasser trinke. Wenn das Ganze nun therapeutisch etwas stärker in Anspruch genommen werden soll, wenn was aus dem Ruder gelaufen ist, aber auch am Anfang, wenn man meint, es ist alles noch so ganz gut, kann man trotzdem ausprobieren, auch mal ein basisches Wasser zu trinken. Das kennst du auch. Basische Wässer, die also einen erhöhten pH-Wert haben, kurmäßig mal mit normalem Wasser verdünnt und zwar immer so 20 Minuten vor einer Mahlzeit. Dann läuft dieses basische Wasser durch den Magen durch, der Pförtner macht auf. Aufgrund des osmotischen Gefälles geht das direkt in den 12-Fingerdarm, zieht da den pH-Wert nach oben und dann wäre die darauf folgende Mahlzeit besser verdaut, als hätte ich das nicht gemacht. Und das tut dann auch wieder dem ganzen gesamten Säure-Base-Haushalt gut, weil nämlich durch das Fließgleichgewicht, was entsteht, dass also auch eine Entsäuerung über den Darm wieder stattfinden kann, habe ich also dort auch eine
über den osmotischen Sog eine Regulation über die Leber ins Blut und kann dann dadurch tatsächlich auch das Blutpuffersystem unterstützen. Mhm. Ja, meine, gut, hast du es jetzt gesagt, 20 Minuten vor dem Essen. Ich kenne auch viele Leute, die machen es während dem Essen. Und dann kommt das nicht so gut drüber, das basische Wasser zu trinken und dann noch Essen dazu. Das ist dann eben der Umkehrschluss, aber das hast du es ja gut erklärt, danke vielmals. Aber was haben denn die Menschen eigentlich da draußen für körperliche Symptome, um zu wissen überhaupt, dass das, was du jetzt gerade vorgeschlagen hast, eigentlich eine gute Idee ist, jetzt mal zu machen? Entweder haben die gar keine Symptome, weil ja der Darm ziemlich viel eine gewisse Zeit alles verzeiht. Das heißt, die sagen, okay, aus der Prävention kümmere ich mich jetzt mal darum. Und Teil einer basenüberschüssigen Ernährung oder Lebensführung könnte auch durchaus sein, das Zuführen von Präbiotika, dass ich also praktisch einen Komplex zuführe, der die guten Darmbakterien unterstützt, die dann ihrerseits wieder genügend Milchsäure produzieren. Aber es kann natürlich sein, Magendrücken, Verdauungsbeschwerden, Reizdarmsyndrom, Durchfall, Verstopfung, Serotoninmangel, was durch eine Überlastung der EC-Zellen des Darms entstehen kann. Das ist eine sehr häufige Ursache. Das heißt also, dadurch kommen wir dann auch zu solchen Beschwerdebildern wie schlecht gelaunt, nicht gut drauf, ich bin sauer. Kann sein, dass das ein Serotoninmangel ist, der dadurch verursacht wurde, dass der Darm Serotonin braucht und aus dem Kopf abzieht und dann fehlt im Kopf das Glücksserotonin, so ungefähr. Ne? Das wollte ich gerade fragen, jetzt kommt schon die Antwort, ob das auch noch einen Zusammenhang hätte, unser Gedankengut zusammen mit dem Milieu, das könnte das Darm sein. Genau. Ja, dann haben wir dann wieder den Zusammenhang, dass das eine das andere antriggert, und ich im Grunde genommen darauf reagieren muss und ein Schutzmechanismus in Gang gesetzt wird, der wiederum eigentlich verhindert, dass das Ganze noch schlimmer wird. Aber ich kann das nicht zuordnen. Und dann mache ich irgendetwas, wie zum Beispiel Beruhigungstabletten nehmen oder Antidepressivum oder je nachdem, was dann gemacht wird, anstatt auch da wieder aufs Milieu zu achten. Mhm. Und da muss man oder da sollte man natürlich im Gleichschritt arbeiten, also das Milieu des Körpers verbessern und auch das geistige Milieu versuchen, in Ordnung zu bringen und weniger zu grübeln und immer viel gucken, was passiert so um mich herum auf der Welt und was sind die positiven Ereignisse und vielleicht keine Tagesschau mal gucken oder ich weiß nicht. Also, ja, das macht auch sauer sowas. Oder auf jeden Fall sich wirklich mit sich und mit liebevollen Dingen beschäftigen und auch sein eigenes kleines Universum in Ordnung halten. Das ist immer wichtig. Ne? Ja. Den Teufelskreislauf an verschiedenen Stellen durchbrechen. Ne? Ich frage mich noch, weißt du, wir haben schon so viel über Darm gesprochen, hier auch im Studio, und jeder bringt irgendwo so seine eigene Idee und Thesen rein. Und da suche ich eigentlich immer wieder irgendwo eine Plattform, wo man sagt, geht auf diese Plattform, informiert euch dort, lest das alles durch und bildet euch eine eigene Meinung. Hast du eine Plattform, die du empfehlen kannst? Ja, einfach bei Google Dr. Reinwald eingeben und dann kommen schon diverse Informationen zu sämtlichen Themen im Gesundheitsbereich. Zum Milieu, zum Darm, zur Ernährung und allem drum und dran. Ja, alles drum und dran. Mhm. Ist das auch so eine Quelle, die du hier gerne nutzt? Ja, also da kann ich noch dazu sagen, Heinz Reinwald ist auch jemand, der, also ich kenne keinen, der sich so intensiv gerade eben mit dieser Thematik der Mikroorganismen beschäftigt hat, auch der praktisch die Lehren von Enderlein förmlich aufgesogen hat. Und das ist eine ganz wunderbare Informationsquelle. Sicherlich dann auch interessant, auch therapeutisch oder sagen wir mal heilkundlich, interessant von ihm was zu hören. Vielleicht auch ein Gedanke, ihn beim nächsten Mal darauf anzusprechen, dass man wirklich guckt, was ist mit diesen kleinen Mikroorganismen oder diesen Lebewesen, Bakterien, Viren, Mikroparasiten, Parasiten, Würmer, Kleingetier, alles das entspringt ja auch letztendlich aus dem fehlgeleiteten Milieu. Und da gibt es ganz viel, was auch mikrobiologisch sehr schön hergeleitet werden kann. Ich bin also eher ein bisschen der, der das Ganze im Großen und Ganzen und viele verschiedene Dinge mit einbezieht, was richtig ist. Aber man muss natürlich auch Spezialist sein können, um die Mikrobiologie genau zu verstehen. Und das ist da bei ihm sehr ausgeprägt. Und da würde ich sagen, das ist eine Bereicherung für jeden, der sich da mal ein bisschen mit beschäftigen möchte. Danke, Wilfried. Danke, liebe Nina.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich kann nur so sagen, ich habe den Heinz Reinwald eingeladen. Er ist nächste Woche hier im Studio. Bleiben Sie einfach dran bei QS24 und dann hören wir uns an, was da der Dr. Heinz Reinwald zu sagen hat, wenn wir genau in dieses Thema nochmals eintauchen möchten und werden. So, was wir heute gelernt haben, ist, das Milieu ist viel entscheidender als das einzelne Bakterium und eigentlich alles ein bisschen anders ist, was wir meinen. Der Einfluss ist wirklich das Ganze und da gehört der Gedankengut dazu, da gehört das Blut dazu, die Ernährung dazu und insbesondere auch den Darm. Das Ganze macht uns aus und hält uns gesund. Und ja, insbesondere eben die Gedanken alleine hätten schon die Macht, alles zu verändern in unserem Körper. Das finde ich schon heftig und eine unglaublich tolle Aussage. So, daher wünsche ich Ihnen eine gute Gedankenhygiene. Alles Gute, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander.